Hi, meine Lieben. Ja, es ist jetzt 8.30 Uhr, der 3. Dezember. Ja, ich nehme euch heute den Tag mit, weil ich gehe ja heute fort. Den Tag. Ja, lasst euch überraschen, was alles so kommt. Ja, draußen scheint ein bisschen die Sonne, aber es ist trotzdem schweinekalt. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem drauf. Ja, ich mache mich jetzt dann gleich ready. Und dann geht es auch schon bald los. Dann fahre ich mit dem Zug. Genau. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass ich euch mitnehme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Abschnitt. Ciao, bis dann. So, jetzt geht der Vlog weiter. Ich bin jetzt mittlerweile schon zu Hause, aber es ist schon der nächste Tag. Ja. Gestern war es einfach zu spät, um noch weiter zu vloggen. Ich war erst um, wann war ich denn zu Hause? Um 8. Und ich wollte eigentlich noch mehr Szenen anfangen, jetzt wie diese zwei Frequenzen von morgens, bevor ich losgefahren bin und wo wir spazieren gegangen sind mit dem Hund. Ja, das ist richtig irgendwie in die Hose gegangen, weil danach sind wir dann wieder zurück, haben dann gegessen. Und noch gequatscht und hier und da. Und dann haben wir gesagt, wann gehen wir auf den Weihnachtsmarkt. Haben wir noch den Sohn mitgenommen, mit einer Freundin. Dann ab ins Auto, dann losgedüst. Ich dann meine Blumen fest und so. Ja, dann hat sie mir noch Eier mitgegeben. Mein Weihnachtsgeschenk, völlig überraschend. Ich so, war mir ein bisschen peinlich. Ich stand da mit leeren Händen. Irgendwie muss ich mir da auch noch was überlegen. Ja, dann sind wir losgedüst zum Weihnachtsmarkt, haben einen Parkplatz gesucht. War ziemlich voll, muss ich sagen. Haben wir doch nicht da geparkt, wo wir parken wollten. Sind wir an einen anderen Parkplatz. Da waren dann zum Glück noch... waren noch mehrere frei, da haben wir dann noch einen bekommen, sind dann in die Stadt. Es war wirklich schweinekalt, aber angenehm. Also es war jetzt nicht irgendwie ungemütlich. Ja, sind wir dann auf den Weihnachtsmarkt, das war so ein Platz. Und dann wollte ich eigentlich ein paar Impressionen vom Weihnachtsmarkt einfangen. Dann dachte ich mir, ja, jetzt lege ich los, dann gucke ich an mir runter und dann merke ich, irgendwas fehlt. Ja, jetzt hatte ich die Kamera im Auto vergessen. Ich so, juhu, läuft wieder mal jetzt bei mir. Ja, dann hat sie ihre Kamera raus und hat ein paar Impressionen gefilmt. Wo ich dann gedacht habe, scheiße, wieso hast du das jetzt vergessen? Ne? Ja, dann sind wir mit dem Weihnachtsmarkt. War noch bei DM, weil ich unbedingt an der Regenbogendusche, an dem Einhorn-Ding riechen wollte. Das Fach war leer. Ja, eigentlich habe ich mir gar nicht viel mitgenommen, sondern nur Rasiergel und so ein von Alnatura, so ein Kokosnussriegel und so ein veganes Blissball habe ich mir mitgenommen. Und dann haben wir halt noch so gestöbert. Dann sind wir wieder raus, haben noch bei Müller geguckt, aber da konnten wir nicht so lang gucken, weil da war es brechend voll. Dann sind wir wieder raus, sind wieder um den Weihnachtsmarkt. Dann hat sie einen Punsch noch getrunken. Dann sind wir weitergelaufen dann und dann sind wir... wollte ich noch ein bisschen mehr von der Stadt sehen und dann sind wir noch Richtung, Moment, erstmal Lückenschläge, sind wir noch ein bisschen Richtung Innenstadt, dann haben wir noch in meinen Euroladen gestöbert, da habe ich mir so Socken gekauft, so Kuschelsocken für 1 Euro in Schwarz mit so, wie nennt man das, unten so Noppen, die habe ich mir mitgenommen.
Ja, dann sind wir wieder hinaus. Dann irgendwie hat sie dann ihre Handy gerade noch aufgeladen. Da mussten wir dann so lachen irgendwie, weil der so lange gebraucht hat. Es war einfach nur lustig. Dann sind wir weitergegangen. Dann waren wir bei Nanunana, haben da noch gestöbert. Im Weltbild sind wir gewesen. Dann haben wir noch eine Runde über den Markt noch gedreht. Dann haben wir danach gewartet, bis der Sohn und die Freundin dann wieder kamen. Dann haben wir die dann eingesammelt. Und ja, dann war das eigentlich schon Zeit, dass ich dann wieder auf die Bahn gehe. Ja, dann sind wir zum Bahnhof. Dann habe ich mein Ticket gelöst. Dann sind wir zu meinem Gleis gegangen. Haben da noch gewartet. Es war nicht lange, vielleicht ja, 10 Minuten oder so, bis dann mein Zug kam. Ja, und ich bin dann eingestiegen, Richtung Heimat wieder gefahren, war totenmüde. Mir sind da schon die Augen zugefallen. Da musste ich ja nochmal umsteigen. Zweimal. Und boah, bis ich dann daheim war, es war, boah, und dann war es minus 1 Grad oder 0 Grad, wo ich dann daheim war und gefroren wie ein Schneider und boah, erstmal die Heizung aufgedreht. Ich war vollkommen durchgefroren, wahrscheinlich war das auch, weil ich müde war. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass ich ja kaum was gedreht habe. Das hat mich dann auch noch geärgert. Und ja, das ist war einfach irgendwie blöd. Und ja, und dann wollte ich gestern eigentlich noch drehen, aber dann war es so spät, dass ich dann wann bin ich ins Bett gefallen? Um 10, glaube ich, oder 9:30. Und habe dann heute Morgen wirklich, ja, da war ich dann um 8 dann, glaube ich, wach, 8, 8:30. Und hatte voll Kopfweh und so, ich weiß auch nicht. Jetzt geht es wieder besser, aber ich bin immer noch richtig, richtig müde und erschöpft. Und ich weiß nicht, aber es war trotzdem ein wunder, 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 wunderschöner Tag. Also ich habe so genossen, sie wiederzusehen und es war einfach nur toll. Wir haben einfach die Zeit, ja, zu zweit einfach genossen und da, ja, da vergisst man halt manchmal, ja, einfach die Szenen einzufangen. Es ist halt irgendwie so, man sieht sich nicht so oft und dann hat man eben auch viel zu bequatschen. Ist halt anders, als wenn man über WhatsApp quatscht, aber es ist halt, ja, wenn man zu Angesicht ist, dann hat man plötzlich noch viel mehr zu quatschen und quatscht sich einfach fest und aber es war einfach toll, der Tag und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann sehen, das wird dann im neuen Jahr sein, aber wir wollten einfach vor Weihnachten uns noch sehen, weil zur Haustiermesse konnte ich nicht, weil ich diese Harninfektion plus Gürtelrose hatte, da konnte ich nicht. Da wollte ich eigentlich auch mit, aber es ging ja nicht, weil ich ja krank geworden bin und es ist alles irgendwie blöd gelaufen. Und dann haben wir halt gesagt, gut, dann treffen wir uns vor Weihnachten nochmal und gehen zusammen über den Weihnachtsmarkt. Und wir haben uns dann eben für den kleineren entschieden, als jetzt für den großen, weil so große Weihnachtsmärkte, wo es so überfüllt ist, wo man gar nicht laufen kann. Da gehe ich eigentlich ungern hin, gerade jetzt in der heutigen Zeit. Aber so ein kleiner, schnuckliger, übersichtlicher Weihnachtsmarkt, ja, ist einfach total angenehm gewesen. Es war einfach, ja, es war angenehm, es war schön und ich habe das echt genossen und ich genieße halt diese Zeit, weil die nicht so oft vorkommt, diese Zeit. Und weil sie halt, ja, sie wohnt zwar Autostunden gemäßig gesehen nicht weit von mir weg, aber ja, wenn man halt kein Auto hat und man eben mit den Öffentlichen fahren muss, ja, ich meine, ich bin da eigentlich jetzt auch nicht so lang unterwegs. Wenn ich jetzt zu ihr mit den Öffentlichen fahre, brauche ich vielleicht 1 Stunde irgendwas, aber ich bin da nicht so lang unterwegs und deswegen kann man sich da Gott sei Dank doch mal öfter sehen, aber es ist halt trotzdem doch nicht so oft. Und dann genießt man halt die Zeit und dann vergisst man manchmal zur Kamera zu greifen, weil man einfach ja so viel zu bequatschen hat und man das einfach genießt. Und ja, ich weiß nicht, es war einfach toll. Und dann hat sie ja noch eine Box abgeholt und
haben wir da noch reingeguckt. Ich glaube, das zeigt sie euch dann auch noch. Und das zeigt sie auch noch in einem Video. Und ja, es war einfach toll. Es war einfach gut. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich sie habe und dass wir uns kennengelernt haben über YouTube. Und es ist wirklich, ja, immer wieder schön. Und es passt einfach. Wie gesagt, ich sage immer, das passt wie Arsch auf Eimer. Aber es ist einfach so. Es passt einfach wie Arsch auf Eimer. Und auch wenn es vielleicht manchen Leuten nicht so schmeckt, dass wir uns treffen, ja, da haben die halt Pech gehabt. Ich meine, wir treffen uns trotzdem und so oft wie möglich, wie es eben geht. Und weil wir einfach befreundet sind und es ist eben so. Und wenn sie jetzt hier ums Eck wohnen würde bei mir, dann würden wir uns noch öfter sehen. Aber da es das nicht ist, muss man halt das vorher planen. Aber ich denke, es klappt ganz gut. Und ja, vielleicht kommt sie auch mal. Ich denke, sie hat auch gemeint, sie kommt mal zu mir raus. Darauf freue ich mich auch. Dann kann ich ihr meine Gegend zeigen, auf jeden Fall. Und weil wir haben ja auch einen Zoo in der Nähe. Und ja, genau, und den wollte sie ja auch mal gehen. Und dann kann ich ihr den zeigen. Den kenne ich ja auch schon, seit ich Kind bin. Seit ich Kind war. Bin, ja. Da bin ich ja schon als Kind hin. Da ging ich, glaube ich, noch in den Kindergarten, Grundschule, da bin ich da schon hin und hat sich eigentlich kaum verändert, vielleicht ein bisschen, aber genau, ich glaube, jetzt habe ich genug gesabbelt. Und ja, jetzt wisst ihr, warum nur zwei Frequenzen da sind, aber ich wollte sie halt nicht. Ich wollte sie halt nicht löschen, ich wollte dann halt trotzdem das irgendwie in ein Video basteln. Dass ihr das dann trotzdem habt, dann ist es halt ein kleines Follow Me Around mit einem Labervlog, aber ich denke, das ist auch in Ordnung. Ich meine, ich habe ja eh vor nächster Zeit regelmäßig Vlogs zu drehen, weil mir das einfach Spaß macht. Und wie gesagt, wenn wir uns dann das nächste Mal treffen, dann tackere ich mir die Kamera an den Leib und dann werde ich versuchen, etwas mehr zu filmen und ja, das ist halt manchmal so, wie das Leben einfach spielt. Genau, ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Hinterlasst mir Feedback gerne in den Kommentaren und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr freut euch. Bis dann. Ciao, ciao.